So, ich habe dich gestoppt und überholt. Ich bin Platz 1. So schnell kann es dann doch noch gehen. Also, gar nicht mal so schlecht. So. Also wie gesagt, also du merkst halt auch von den Items her, die sind relativ ähnlich wie bei Mario Kart. Es gibt da immer so spezielle Items und du warst sogar vor mir im Ziel. Sowas nenne ich mal Anfängerglück. Ja, Anfängerglück. Du hast vielleicht auch genau den richtigen Charakter ausgewählt. Okay. Ja, würde ich sagen 1 zu 0 fürs Erste. Sega-Meilen. Okay. Und das Kissen, das stört. Aber ist ja noch alles offen, du kannst mich jetzt noch schlagen? Ja, klar. Wir haben ja sowieso noch viele Möglichkeiten, weil wir ja noch viele Runden haben, die man spielen kann. Wir können aber auch noch andere Spielmodi spielen. Also es gibt da kaum Grenzen. Sonnenschein-Tour. So. Und ich würde ganz einfach mal sagen, das ist eine lustige Runde. Die spielen wir einfach mal. Die Sonnenschein-Tour ist von Samba de Amigo. Mhm. Ist, glaube ich, ein Spiel für die Wii gewesen. Mit so einem kleinen Affen. Herzlich willkommen im Karnevalland. Gleich steigt hier das lustiges Spiel. Also es war ein Tanzspiel gewesen, soweit ich das weiß. 3, 2, 1, los! Au, und ich hätte mal eine andere Musik wählen sollen, weil jetzt haben wir Samba de Janeiro und das ist natürlich urheberrechtlich geschützt. Da müssen wir die Audiospur so ein bisschen lahmlegen. Oh, diesmal habe ich es geschafft, gleich vorwärts zu starten. Autsch, 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 autsch. Okay. Ja, musikalisch begeben wir uns mal zurück. 1997, Samba de Janeiro, jawohl. Richtig, das war 97. Ach ja, die guten 90er. Die 90er, da geht auch kaum was drüber. Außer vielleicht die 80er, aber... ja. Das sind halt ganz andere Zeiten. Die meisten meiner Zuschauer sind eben in den 90er geboren. Und... Ah! Okay. Da 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 da. Eigentlich darf ich gar nicht mitsingen, weil... das Problem ist ganz einfach, dass das ganze Jahr asynchron ist. Also das heißt, das, was wir jetzt hören, passiert auf dem Fernseher schon viel früher. Okay, ja. Ich glaube, die Zuschauer merken das jetzt gerade. Also schrecken wir uns doch lieber auf Sprechen und Spielen. Ja, denke ich auch. Aua, 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 aua. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und wer auch immer jetzt in den Regenbogen reingefahren ist, der wird sich gefreut haben. In die Sternschnuppe meine ich. Die verdreht nämlich die Sicht auf den Kopf. Also wenn das passieren sollte, liebe Zuschauer, dann bitte einen Handstand machen. Damit ihr die richtige Perspektive erwischt. Ja, ich denke auch. Letzte Runde. Oh, oh, oh. Ja, und ich hatte vorhin offscreen schon mal angesprochen, es soll ja demnächst eine neue Serie geben aus dem Retro-Bereich, so vom Super Nintendo oder so. Und da gibt es natürlich viele potenzielle Kracher, die man da nehmen kann. Und natürlich einige Blockbuster. Oh ja. Legend of Zelda zum Beispiel, ja, Super ja. Mario World, oh ja, auf jeden Fall. Secret of Mana, die Mega Man-Reihe. Ja, und ich will natürlich rausfinden, welches Spiel natürlich am besten passt. Und ich würde fast so zu The Legend of Zelda tendieren, weil das wirklich so der packendste... Vielleicht sollten wir auch ein paar Spiele ankratzen, die es so in Deutschland, Europa nie gegeben hat. Kann man auch, theoretisch. Also gibt es ja auch so einige. Gab es sogar auf dem Super Nintendo. Man denkt jetzt nochmal an Seiken Densetsu, ne? Also... Stimmt, Seiken Densetsu 1 gab es ja für ein Gameboy, das hieß da Mystic Quest.
Ja. Seiten denn Zetsu 2 war ja Secret of Mana. Und dann gab es den dritten Teil, den gab es ja nicht in Deutschland, wurde aber vielfach von irgendwelchen ROM-Erstellern übersetzt und sowas. Also die Secret of Mana-Reihe, die ist wirklich eine super Spielreihe. Und wie gesagt, das bekannteste Spiel davon ist ja nun auch Secret of Mana. Sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Sollte man auf jeden Fall getestet haben. Also wer das Spiel nicht gespielt hat, der hat auf jeden Fall was verpasst. Also das ist wirklich so ein Knaller. Der fesselt auch heute noch alleine mit der Geschichte. Und das Mana-Schwert und die drei Hauptprotagonisten. Das stimmt allerdings. Ja, da gibt's aber auch noch eins, super Rollenspiel, Lufia hieß das, auch ein super Knaller vom Super Nintendo, hieß in den USA und Japan, also in den USA Lufia 2, in Japan Estpolis 2, also die Spiele hießen halt teilweise auch in jedem Land anders. Ja. Würde sich auch lohnen, ist aber auch ziemlich langwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt da Rätsel, es gibt halt, so ein typisches Level-System, also es ist halt teilweise auch vergleichbar mit so Spielen wie Secret of Mana, Final Fantasy, Pokémon, also auf jeden Fall so eine Mischung aus allem. Ich selber hatte sogar auch zwei super, super Klassiker damals gehabt. Ja. Das eine war Terranigma. Oh, auch sehr geiles Spiel gewesen. Ich habe aber leider nie durchgespielt. Die Rätsel wurden teilweise so knifflig, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal reingeschaut zu haben. Und das zweite war Secret of Abimor, also sehr, sehr charakteristisch gemacht. Also stimmt, stimmt, stimmt. Das war auch, ich sag mal, eine eingedeutschte Fassung von Secret of Mana, bloß halt ohne Mana-Schwert, halt hauptsächlich, naja, es war eher so ein Steampunk, also so ein Spiel, was so ein bisschen auf Steampunk ausgerichtet war. Ja. Also das war ja, ist ja so ein eigener Stil. Wie kann man Steampunk beschreiben? Ja. Es ist halt, es geht auch so um Dampfmaschinen und sowas, also so wie man sich halt in der 60er damals, 70er die Zukunft vorgestellt hat. Was mir sehr daran gefallen hat, sehr stark, war auch dieser Charme, den das Spiel ausstrahlte. Das stimmt. Durch den Humor und Text, den man dann halt in der Story hatte, also es war schon sehr interessant. Ja, das haben die natürlich immer sehr gut hingekriegt, von Squaresoft damals noch, heute Square Enix. Die haben viel Charme in das Spiel mit reingebracht und in die Spiele reingebracht. Also wenn man sich alleine die Final Fantasy Reihe anguckt, ziemlich emotionale Spiele. Und ebenso ist das eben, ist das auch bei Secret of Mana, Secret of Evermore, definitiv. Ja. Also es ist halt, da hast du traurige Schicksale, das Zwergenmädchen aus Secret of Mana, was ein Waisenmädchen ist eigentlich und sonst niemanden hat, außer die Zwerge. Oder eben die Geschichte von dem Jungen aus Secret of Evermore mit seinem Hund. Ja, 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 also es war eine sehr, sehr geniale Geschichte. Also. Das stimmt, das stimmt. Aber es gibt auch noch andere klasse Spiele vom Super Nintendo, wie zum Beispiel Metroid, Super Metroid. War damals, eigentlich war es ja so eine Mischung aus Jump'n'Run und Shooter. Also es gab ja diese richtigen First-Person-Shooter, die gab es ja damals noch nicht so wirklich, wie wir sie heute kennen, von Battlefield, auch andere Spiele, Rainbow Six, Call of Duty und sowas. Sowas gab es damals nicht. Da waren Shooter wirklich noch Plattformhüpfer und sowas. Also so richtige Jump'n'Run-Spiele mit Action-Einlage. War auch ein klassisches Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gab auch die beiden Nachfolger, Metroid Prime und Metroid Prime 2 vom GameCube. Waren auch nicht schlecht. Aber genau. Kamen natürlich ans Original nicht ran. Nein, nein, keineswegs. So. Man muss dann wobei man bei Metroid natürlich sagen muss, dass das Original sogar noch viel früher kam. Man denkt jetzt mal an das NES noch. Mhm. Richtig. Da kam das Original raus, was ja auch neu aufgelegt wurde für den Game Boy Advance. Ich glaube Zero Mission hieß das. Metroid Zero Mission. Mhm, ich glaube auch, dass es das war. Ja. Und das war auch ein super, super Spiel. So, wir haben jetzt hier mal eine Runde aus Super Monkey Ball. Falls ihr das was sagt, gab es damals auch als allererstes, glaube ich, auf irgendeiner Sega-Konsole, auf dem Dreamcast. Ich
meine ja. Ich glaube ja. Super Monkey Ball und dann auf Game Boy Advance und GameCube weitergeführt. So ähnlich ist auch der Parcours aufgebaut. Also wir müssen natürlich auch um viele Ecken. Wirst du gleich merken. So. Ah. Oh ja. Das ist jetzt wirklich auch mal so eine schwierigere Runde. Selbst ich habe da meine Schwierigkeiten. So, ich bin Siebter, du bist Achter. Na, es geht ja schon gut los hier. Aber wir müssen einfach nur auf diese orangenen Pfeile achten. Die sagen uns, wo wir hin müssen. Ja. Wenn wir früh genug auf die Pfeile achten, sollte es eigentlich gehen. So. Und wieder mit Highspeed gegen die Wand gerast. Ist ja alles gar nicht mal so toll. So, bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Ja, gab wirklich so einige gute Klassiker und natürlich auch The Legend of Zelda. Da gab es ja nur einen einzigen Teil für Super Nintendo. Und das war auch ein super geiles Spiel. Also, das war auch ein absoluter Blockbuster-Titel. Oder die Donkey Kong-Reihe. Donkey Kong Country 1, 2 und 3, wo die Ära des Super Nintendo eigentlich schon fast beendet war. Ja. Achso, du hast wieder einen All-Star. Ja, ja. Du kannst wieder Dauer A drücken. Oh, du hast mich überholt. Ah ja, so langsam, aber sicher finde ich den Weg. Aber es ist gerade sehr turbulent hier. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da siehst du, da hat sich schon wieder zerrissen. Gerade noch gelobt. Ja. Ich bin Siebter. Mensch, wer ist denn bloß Achter? Schießen wir mal alle Handschuhe nach hinten. So, das hat mir gerade wertvolle Zeit gekostet hier. Ja. Also wie gesagt, die Donkey Kong-Reihe kam ja eigentlich schon als der Lebenszyklus des Super Nintendo schon fast beendet war. 96 kam der letzte Donkey Kong-Teil, da war das N64 schon auf dem Markt, glaube ich. Oder sollte auf den Markt kommen. Die PlayStation war schon auf dem Markt seit 94, glaube ich. Also es ist unglaublich, wie lange das Super Nintendo noch durchgehalten hat. Trotz, ja. Trotz der Next Generation-Konsolen, es war schon irre. Das stimmt, und wie die Spiele auch heute noch in den Köpfen der Spieler sind. Ne? Also auf der Super Nintendo-Generation bauten natürlich dann auch viele weitere Spiele und auch Konsolen halt auf. Ne? Nintendo hat zum Beispiel damals das Jump'n'Run-System geprägt. Also es gab ja früher, gab es ja eigentlich nur so diese Weltraum-Shooter und sowas und halt Strategiespiele, verschiedene. Und dieses, dass du da eine Hauptfigur hast, dass es sich da nicht um irgendwelche Raumschiffe oder sowas dreht, sondern wirklich um eine Hauptfigur, die du steuerst, um vielleicht irgendwie eine Prinzessin zu retten. Vor allen Dingen, man braucht nicht lange Handbücher jetzt noch durchquälen, weil das Spielprinzip war sofort klar. Das stimmt. Das stimmt. So, ich würde jetzt sagen, eine Runde fahren wir jetzt noch normal und dann machen wir eine andere Art von Zweikampf. Hm. Ja, das waren damals auf jeden Fall noch geile Zeiten und da erinnert man sich auch gerne zurück. Also es gibt ja auch heutzutage, gibt es ja auch ganz viele Emulatoren dafür, ja. Alleine schon für die Handys mittlerweile. Oh ja, erst neulich habe ich einen super Nintendo DS Emulator für die Android-Plattform entdeckt, ausprobiert und also ich war super überwältigt. Also es war super hochgradig, also flüssig. Das war das Spiel New Super Mario Bros. Und auf jeden Fall. Also, City Highway. Ich bin beeindruckt, was die heutige Programmiertechnik, was die Leute, die sich das überhaupt einfallen lassen, ja, die sich diese Zeit nehmen, das zu programmieren. Richtig, und richtig. Einmal das und vor allen Dingen, dass auch die heutige Technik so weit ist, dass man leistungsfähig ist. Ja, und dass man teilweise sogar die Hardware nachimulieren kann. Absolut, vor allen Dingen. Genau. Und dass die Hardware auch stark genug ist, das, ne? Dafür. Richtig. So, wir spielen jetzt aus Jet Set Radio Future, spielen wir Tokyoto, den City Highway. Ist eigentlich genau deine Strecke von deinem Charakter. Aus Jet Set Radio. Aber vielleicht können wir ja mal irgendwann mal ein Special-Video machen, wo wir den Zuschauern einfach mal live demonstrieren,
ja, wie gut die Emulatoren heutzutage schon wirklich sind. Also richtig, richtig. Oder einfach auch die Spiele von damals ein bisschen präsentieren. Genau. Was uns halt damals bewegt hat an Spielen und weswegen viele alte Spiele auch heute noch besser sind vielleicht ein Call of Duty Ghosts oder Battlefield 4 oder sowas. Also wenn ich mal zum Beispiel zurück an das NES denke, da war ja mein absoluter Favorit die Mega Man-Reihe. Das stimmt. Das war auch schon damals auf dem NES eine ziemlich große Reihe mit ziemlich vielen Titeln zu dem Zeitpunkt schon. Und heutzutage, ich weiß gar nicht, ob Mega Man überhaupt noch fortgeführt wird, ich glaube nicht mehr. Aber es ging dann nach Mega Man 9, nach Mega Man 8 ging es ja erstmal nicht weiter mit der normalen Mega Man-Reihe. 9 und 10 kam ja dann irgendwann für die Xbox, die Wii und PlayStation 3. Nach der 9er kam ja die X-Reihe. Nein, die X-Reihe, die kam schon nach Teil 7. Stimmt. Weil ja. Teil 7 kam schon für Super Nintendo und Teil 6 war noch fürs NES. Was vielleicht auch einige Zuschauer vielleicht wissen, wenn wir schon bei Mega Man sind, es gab sogar eine Umsetzung für den PC damals. Es gab ein vollwertiges Mega Man-Spiel für den PC. Ja, ihr habt richtig gehört. Mega Man X2. Also es gab. Nee, das war Mega Man X8. Das war Mega Man X8 für PC. Das gab es erst viel später. Aber es gab X2 und X3 gab es auch für PC. Und sogar für PlayStation gab es X3. Und Mega Man X an sich, der erste Teil, wurde sogar für die PlayStation Portable neu aufgelegt. Ja. Als Mega Man Maverick Hunter X. Und der erste Mega Man Teil überhaupt wurde als Mega Man Powered Up nochmal neu aufgelegt. In neuer Grafik. Sowas mag ich ja sehr gerne, wenn ein altes Spiel wirklich nochmal in komplett neuer Grafik erscheint und sowas. So wie sie es jetzt zum Beispiel auch mit Zelda The Wind Waker gemacht haben. Es gab sogar noch einen Ableger auf dem N64, der war aber allerdings nicht so toll. Das war ein Mega Man 64, da war ich ein bisschen enttäuscht von. Entspricht aber auch der PlayStation-Version Mega Man Legends. Das wissen auch die wenigsten. Ja. Also die meisten, die das eine Spiel kennen, kennen das andere nicht. Weil man ja damals dann doch eher nur eine Konsole im Haushalt hatte und ja, manche waren eben Nintendo-Verfechter, andere wiederum waren Sony-Verfechter und damals war halt so das große, ja, das große Jahrzehnt von Sony, wo die PlayStation eben rauskam und die erfreute sich relativ schnell größter Beliebtheit. Genau, was einige Zuschauer vielleicht auch nicht wissen, da hat es ja damals eine Verhandlung gegeben, da sollte es ja von Sony das Angebot unterbreitet worden sein, also mit Nintendo zusammenzuarbeiten. Genau. Aber Nintendo hat das abgelehnt. Beziehungsweise es ist noch ein bisschen anders gelaufen. Nintendo und Sony haben sich zusammengesetzt und die PlayStation entworfen. Quasi ein etwas besseres Super Nintendo mit 32-Bit-Unterstützung und mit der Unterstützung zusätzlich von Cartridges und natürlich dem alten Super Nintendo Controller. Und dann kam es da zu einer großen Messe in Tokio, war das? Oder war das die E3 sogar? Weiß ich gar nicht. Und einen Tag vorher hat Nintendo dann seinen Deal mit Philips bekannt gegeben und die haben dann das wie hieß das? CDI rausgebracht und ja, Sony war ziemlich sauer, waren angepisst, die wollten dann weiter an ihrer eigenen PlayStation arbeiten, haben dann irgendwann sich gedacht, okay, Module vom Nintendo werden wir nicht mehr unterstützen, wollten sie ja erst eigentlich und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, wir machen das Ganze jetzt mit CDs, 32-Bit und ja. Aber ich glaube, das Philips CDI war in Deutschland auch nicht sehr erfolgreich. Ne? Das war nicht sehr lange auf dem Markt, glaube ich. Ich glaube in Deutschland, ich weiß nicht, ob das hier überhaupt auf dem Markt war. Es kann sein, dass das auf dem Markt war, aber zu dem Zeitpunkt waren auch noch Sega Mega Drive und Super Nintendo sehr erfolgreich. Und eigentlich wurde diese Generation quasi übersprungen, weil dann kam irgendwann das Nintendo 64. Das Super Nintendo wurde noch lange unterstützt. Richtig. Und nebenbei Sega Saturn gab es dann auch noch, ne? 95 kam das Saturn raus. Richtig, genau.
die waren ja alle dann schon in der nächsten Generation. Und wer brauchte dann quasi noch eine zusätzliche Konsole, die diese...